schöner Tag, ein Tag, ein Tag, Sonne shining, Sonne shining. Ja, das stimmt, die Sonne scheint, doch der Schein trügt. Nach den Einzügen der neuen Almbewohner denken wir ja eher an Auszug. Ohne Scheiß, komm. Jetzt nicht abbrechen hier. Wir ziehen das alles zusammen durch. Nein. Wir kochen schön, wir machen schön Challenges. Mir tut das jetzt auch mit Matze auch voll leid. Hm. Weiß ich nicht. Oh Mann, Maus. Ja, ich hab auch irgendwie Schiss. Wir hauen ja immer mehr ab und immer mehr müssen gehen. Und es war einfach so eine geile Grundgruppe schon da. Ich freu mich auch nicht drüber, aber... Ja, du musst... Worüber freust du dich nicht? Oder sollte ich eher sagen, über wen? Ja, bei dem Eddie mach ich mir ein bisschen Sorgen. Dann bin ich der Älteste hier? Ja, ich bin der Älteste. Wir haben jetzt ein Auge. Ihr zwei, ja, habt das gefunden. Der Eddie an sich ist echt ganz nett, aber der baggert mir zu viel. Aber ich sag dir gleich, ein Eddie muss man sich leisten können. Aber Schatz, nichts gegen dich, du bist mir zu alt. Ich bin voll direkt, ich stehe auf junge Typen. Ehrlich? Ja. Du arme Sau. Du arme Sau. Eddie, ich weiß nicht, so Kleinigkeiten haben mich jetzt eben schon ein bisschen abgefuckt. Wie so ein Scheiße. Alter ist relativ, Püppi. Tut mir leid. Eddie Kante. An ihm stoßen sich unsere Almbewohner. Auch Siria und Jonze lassen kein gutes Haar an der Kiezglatze. Weißt du, was die Sache ist? Das muss halt nicht sein. Kann man nicht nett reden. Ich hab ihn gefragt gehabt, wie er heißt. Er ist so, Eddie. Und wenn du das nicht merken kannst, nenn mich Gott. Wie war noch mal dein Name? Wenn du meinen Namen vergisst, sag einfach Gott, das reicht. Hat er gesagt? Ja. Oh, I. Aber was ich lustig fand, wenn du, ja berühmt bist, dann sagst du, ich bin der und der. Ja. Aber er sagt, mich musst du kennen. Nein, mich musst du kennen. Wegen Udo Lindenberg. Udo Lindenberg kennen wir. Dich kennen wir nicht. Nicht so laut, Jonze. Gott sieht und hört alles und hat natürlich auch schon alles erlebt. Habe ich mit Udo im Atlantik gelebt, in Hamburg. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, hat sie meinen Bruder weggemacht mit besoffenem Kopf. Ah, scheiße. Ach, das so, das dritte Schlimme, was ich mit Alkohol, weiß ich, oft ich Udo liegen gesehen habe, breit. So, dann bin ich mit ihm nachts eingeschlafen, weil ich Angst hatte, der stieg zu seinem eigenen Kotz. Boah, krass. Er hat sich halt, finde ich, so profiliert dafür, dass er für Udo Lindenberg gearbeitet hat. Ich meine, ja, Udo Lindenberg kennt man, aber sein Personal kennt man nicht. Er ist auch in den Stall reingekommen und hat gesagt, ja, ich so, ja, das muss dann mal jedermann machen. Ja, ich arbeite nicht, ich lasse die Leute für mich arbeiten. Oh, ich habe keinen Dienst, ich lasse arbeiten. Ja, ja, noch. Ja. Also entweder hat er eine Art von Ironie, die ich absolut nicht verstehe, aber die ist schon hart, die Ironie, würde ich sagen. Also muss jetzt nicht rot werden. Aber ich sag dir ganz ehrlich, 243 Anschläge in der Minute. Und ich rede jetzt hier nicht von der Schreibmaschine. Alter, ich find's eklig. Mir geht das am Arsch vorbei, wenn mich jemand so eklig anmacht. Ich geh mal ja, jetzt such dir ein anderes Opfer. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr jetzt zwei neue Kandidaten reingeschickt habt. Opfer sind wir alle hier. Es wird auf jeden Fall jetzt sehr spannend werden, hoffe ich zumindest. Wenn da noch irgendwie so ein, zwei Dinger kommen, dann kriegt er erstmal inne. Skandalum Rosi.